Diesem Video erkläre ich euch mal oder zeige ich euch mal diese Uhr. Auf eine Anfrage von Dadada 2000, da hat man das hätte so erklären können, Dislike, das hat er dafür gegeben, deswegen mache ich jetzt hier ein Erklärvideo. Und zwar hier habe ich jetzt 1. September 2014, 1:11 Uhr. So, jetzt nicht mehr 1:11 Uhr, aber heute ist jetzt kurz nach 8 abends, also 20:06 Uhr im Moment. Kann man hier einfach umstellen. Also hier sieht man hier erstmal ist das Jahrangabe, Jahrtausend, Jahrhundert, Jahrzehnt, Einzeljahre. Hier sind die Monate, hier sind die Tage, hier sind die Stunden, hier sind die Minuten und hier sind die Sekunden. Jetzt ist im Moment 1. September 2014 um 3:33 Uhr und 33 Sekunden. Wenn ich jetzt hier hat man noch Knöpfe, hier eine Stunde mehr, hier 10 Minuten mehr, hier eine Minute mehr, 10 Sekunden mehr, hier eine Sekunde mehr. Hier kann man die Uhr starten und stoppen. Hier wird ein Tag draufgepackt, hier wird ein Monat draufgepackt, hier ein Jahr, hier 10 Jahre, hier 100 Jahre, hier 1000 Jahre. Ich habe sie alles auf Englisch geschrieben, damit man es hier international besser versteht. Wenn man hier zum Beispiel hat, also Jahr ist egal, 31. März, man drückt einen Monat dazu, dann wird da angezeigt 31. April und das wird automatisch auf 1. Mai umgestellt. Es wird automatisch auf 1. dann zurückgesetzt und der Monat wird in eine extra addiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 31. August hätte und würde dann bloß einen Monat klicken, würde 31. September auf 1. Oktober reduziert werden. Ich kann erstmal hier also demonstrieren. Plus eine Stunde, hier sind 3, wird jetzt auf 4 Uhr umgestellt. Bei 10 Minuten 3, die 3 wird auch auf 4 umgestellt. Eine Minute wird das dann auch umgestellt. Bei 10 Sekunden wird es umgestellt. Hätte nämlich jetzt glaube ich erstmal, dass ich alle Fehler beseitigt habe. Die Uhr 44, 44 Sekunden, das werde ich nur bei einer, jetzt würde ich überall nochmal einmal draufklicken. Den habe ich nicht erwischt. So, jetzt habe ich hier 5:55, 55 Sekunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich klicke 10 Sekunden, dann wird da hier eine 0 und dann müsste hier eine 6 erscheinen. Das wird automatisch drauf addiert. Also hier wird darauf eine 0 und dann wird da eine 6 erscheinen. Das geht eigentlich relativ schnell. 5:56 und jetzt kann man hier weiterhin drücken. Oder nicht so, dass ich das wieder umstellen würde. 6:57 in 16 Sekunden, das macht auch bei einer ganzen Stunde. Werde ich dann mal zeigen, dass mit der Stunde auch geht. 7:58 geht nochmal. Und 59, 49, jetzt nochmal 10 Sekunden drauf. Jetzt habe ich 59, 59 Sekunden. Wenn ich jetzt hier eine Sekunde drücke, dann wird er sich auf 10 umstellen. So, hier sieht es jetzt 10 Uhr. Und Start Clock. Wenn man da draufklickt, dann wird einfach die Uhr gestartet. Jetzt läuft die Uhr einfach los. Hier könnte man jetzt hier 10.000 Jahre lang laufen lassen, bis das wieder das exakt gleiche anzeigt. Aber ich werde das natürlich nicht 10.000 Jahre laufen lassen. Wenn man dann nochmal draufklickt, dann wird die Uhr wieder angehalten. Und jetzt erstmal gucke ich dann noch, dass es auch mit den Tagen so rüber funktioniert. Dann werde ich erstmal so viele Stunden addieren, bis es auf 23 ist. 23:59 am besten auch noch. Wenn ich das so weitermachen. Noch weiter. Jetzt habe ich hier jetzt nicht mehr auf der eine Sekunde klicken.
dann würde nämlich da 0 und das würde auf den nächsten übertragen. Und dann kann das manchmal ein bisschen falsch laufen, hat es schon mal gehabt. 16 Uhr, 17:55 Uhr. So, 18:56 Uhr. So funktioniert es auch einfach mit der 20. 20:58 Uhr. 21:59 Uhr. Jetzt noch zweimal draufdrücken. Und dann, danach werde ich die Redstone-Schaltung zeigen. Die Uhr hat nämlich noch mehr Einstellungen, die will ich jetzt erstmal nicht mehr zeigen. Also hier sieht man jetzt 23:59 Uhr, 59 Sekunden und jetzt war nicht bloß eine Sekunde, sondern starte mal die Uhr. Dann läuft das jetzt einfach hier weiter 0. Da oben das Datum wird auf 2 gesetzt, also da kam ein Tag dazu. Das würde auch sein, wenn ich jetzt hier 30. September hätte und würde dann bloß einen Tag, würde einen Tag draufkommen, würde kurz 31 anzeigen, würde dann auf 1. Oktober allerdings umspringen. Und wenn jetzt hier Dezember 31 damit umspringen, würde hier erst kurz das weggehen, dann wird das hier auf 1 zurückgesetzt und dann würde hier, also hätten wir den 1. Januar und dann würde da 2015, 0 Uhr etwa. Und dann, weil ich das Jahr hier 5, 6, 7, 8, 9, 0, machen wir hier einfach mal ein paar Jahre drauf. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Das hier jetzt habe ich hier 2019 und wenn man dann ein Jahr drauf packt, dann wird das hier auf 2020 umgeschaltet. Und dabei habe ich auch noch eine Schaltjahreserkennung. Also ich finde, dafür werde ich die Uhr stoppen und dann mit die Redstone-Schaltung zeigen. Erstmal fliege ich einmal komplett über die Schaltung rüber. Die sieht hier so aus und ich werde dann alle Komponenten einmal einzeln erklären. Das hier gehört nicht mehr dazu. So, jetzt hat man die Redstone-Schaltung gesehen. Jetzt werde ich erstmal hier gucken. Hier gehen ja die Knöpfe für eine Stunde bis zu einer Sekunde. Die gehen hier runter, unterirdisch gehen die durch die Erde durch und zum Beispiel hier hinter der Uhr kommen die wieder hoch. Die werden jetzt hier dann nach oben geleitet und zum Beispiel hier ist der 1-Sekunden-Counter. Ich kann ja auch kann die Uhr noch einmal anschalten. Da kann man das nämlich sehen. Und das ist der Klopf. Oh, das ist ein bisschen laut. Geräusche sind so runter, 7%. Und wenn man das hier ist, ja ein T-Flip-Flop und der macht das hier so, dass die Klopf dann immer angeht und die Klopf läuft. Die Verzögerungen sind 5 Repeater auf Stufe 2, das heißt eine Sekunde. Und dann sieht man das auch in Aktion. Das hier schiebt dann sozusagen die ganzen Sekunden. Rüber. Das ist immer so, Glas leitet nicht, Wolle leitet, und das geht jetzt durch, und dann werden immer einzelne Segmente angesteuert. Aber das mit Umspringen auf 10 Sekunden, das ist hier hinten auch. Habe ich hier so, dass hier so jedes 10. Signal, was hier eintrifft, wird durchgeleitet und käme hier an, in dem 10 Sekunden Symbol. Zack, dann wird weiter geschoben. Heißt, glaube ich, nicht laut. So, hier, jetzt wird alle 10 Sekunden an weitergeschoben, jetzt wird ja gleich ein Signal durchkommen. Na, war schon vorbeigekommen. Aber das ist hier alle 6, hier wird alle 6 mal ein Signal durchgeleitet. Also sind das immer 5 und 0. Dann wird hier bei einer Minute hier ein weitergezählt. Dass es hier so weitergeht, hier geht jedes 10. Signal wiederum durch. Dass hier bei 10 Minuten das weitergesetzt wird. Also hier. Das hier sieht anders aus, weil hier zweimal von 0 bis 5 gezählt wird. Hier geht es ja von 0 bis 9, hier geht es von 0 bis 5 zweimal. Zweimal, weil sonst wird das innen drin mit den Fackeln gepackt. Und hier ist es wieder von 0 bis 9. Und hier wieder zweimal von 0 bis 5.
Dann ist es bei der Stunde ist es so, dass es von 0 bis 4, 0 bis 23 Uhr geht. Weil anders konnte ich das nicht machen. Also anders fiel mir das nicht mehr ein. Also hier ist es ja von Minuten auf 10 Minuten, kommt alles 10. Signal durch. Hier kommt jedes das nächste Signal durch. Und hier ist es so, meine Stunden geht da bis auf 0. Dabei ist er jetzt hier auf 0 gestellt. Da sieht man hier, wenn das schon 23 auf 0 geht und der Tag wechselt, dann wird hier ein Signal durchgegeben. Läuft hier lang, wird hier durch den Edge-Trigger verkürzt, sodass hier, wenn der Tag wechselt, hier kurz ein Signal reingeht. Das Signal von dort ist ja, wenn man den Knopf plus einen Tag drückt. Und unten ist er von der Stunde her. Also das oben ist der Knopf, und da unten ist es von, wenn es von 23 auf 0 mit den Stunden noch springt. Das läuft hier weiter. Geht hier durch den Edge-Trigger und lässt hier diesen dezimalen Counter laufen. Das sind 32 Stück, also von 0 bis 31 erstmal. Und da das mit dem, weil ich das hier um 1 verschieben musste, das können wir gleich noch später erklären, muss ich hier noch 32 machen. Da sieht man hier den Tag. Hier sieht man hier die 2 ist an. Das müsste also hier der 2. sein. Jetzt habe ich hier den 2. September 2020. Von 0:04. Da hat man jetzt hier diese Sackel an. Das geht hier runter. Und hier ist dann sozusagen die Display Code. Für die 2. Hier ist ein 0 mal drinne. Das ist für das 10er Display. Das ist für das 1er Display. Und das wird hier so aufgeteilt. Und das geht hier 31 mal. Ist das hier. Hier ist 1. Hier ist über eine 2. Und hier ist noch ein 3. Und das ist hier so ein dezimaler Counter. Ich sehe dann hier bis 32, weil 32 wird hier erstmal alles resettet. Also hier, dies hier ist die Schaltung, wenn es mit den Monaten umgestellt wird. Also hier 1 bis 27 ist ein riesig langes OR-Gate. Und eines der 27 Fackeln hier an ist, wird hier Redstone an sein. Und damit wird erstmal kein Monat umstellen, weil wenn nämlich das Redstone hier out angeht, dann wird nämlich der Monat umgestellt. Damit bei Februar ist es so, 28. Wenn wir hier noch die Fackel angehen, dann würde das hier ausgehen. Fackel an, aus. Da wird das allerdings hier noch gesperrt sein. Also hier ist es ja gesperrt, es kann hier gar nicht angehen. Aber wenn hier 29 ist, also hier, wenn das da 28 auf 29. Februar umspringt, dann würde hier die Fackel angehen. Würde hier das Redstone da die Fackel aufmachen. Redstone ging aus, die Fackel würde anspringen. Wenn das passiert, dann läuft hier. Dann läuft hier so. Da habe ich auch noch Glocke, aber ich weiß nicht warum. Warum die jetzt noch da drin ist. Ich glaube, ich brauche die gar nicht. Aber auf jeden Fall wird hier erstmal alles resettet. Alles wird ausgemacht. Dann wird da hinten die 29 auch ausgemacht. Und dann wird hier noch mit einer kleinen Verzögerung, wenn das Internet wieder ausgegangen ist, wird hier eine 1 reingepowert. Und da wird gleichzeitig geht eine Redstone-Leitung zu den Monaten, wird die hier um einen hochschrauben. Aber da ich das jetzt nicht als Tutorial machen möchte, will ich die Schematik oder die ganze Welt erfassen. Die will ich dann als Download freigeben. Und hier ist zum Beispiel auch so die Jahresschaltung hier. Das sind auch 4 solche dezimalen Counter von 0 bis 9. Wie gesagt, wie immer, auch bei den Monaten ist es so mit den Zahlen hier. Das ist viermal genau die gleiche Schaltung. So miteinander verknüpft. Hier ist das durch das Decken noch überflüssiges Redstone hier. Ich hatte das früher mal mit binär gemacht, weil jetzt hat das viel zu lange gedauert. Da waren auch Fehler drin, aber hier so funktioniert das besser. Hier sieht man das Jahr ist aktuell 2020. 2020 haben wir also jetzt. Und hier sieht man, da ist 0 an 2 an. Hier ist die 0 an.
Hier ist die 2 an und hier ist wiederum die 0 an. Das heißt, 2020 wird auf dem Display angezeigt. Und die einzelnen Jahresknöpfe, der 1-Jahresknopf geht hier rein, der 10-Jahresknopf hier rein, der 100-Jahresknopf hier rein und der 1000-Jahresknopf hier rein. Aber das letzte hier oben drauf, das ist hier für die Schaltjahreserkennung. Und zwar wird hier die einzelnen Jahre und die Jahrzehnte, wenn hier reingeführt, wenn die nämlich die Zahl durch 4 teilbar ist, würde hier sein. Dann geht hier das Redstone aus und die Fackel geht an, das heißt, es ist ein Schaltjahr. Damit gibt es hier noch diese Besonderheit. Und zwar war ja 2000, also alle 4 Jahrhunderte, also 2000, 2400, 2800 und so weiter, sind Schaltjahre. 2100, 200, 300 sind keine Schaltjahre, da nicht exakt ein Vierteltag mehr ist, sondern ein bisschen weniger, es fehlen 11 Minuten dazu, Vierteljahr. Und deswegen gibt es auch noch diese Schaltung hier. Wenn hier alle ausgegangen sind, wenn hier alles aus ist, ist ein Jahrhundert 00, und dann geht hier diese Fackel an, blockiert das hier. Dann gibt es aber noch diese Besonderheit, wenn es 2400 ist, dann ist es ja zum Beispiel nur 2000, dann wird es ja doch angelaufen. Und dann kommt doch ein Schaltjahr raus. Und daher, wenn es 2400 hat, würde ein Schaltjahr rauskommen. 2000 würde auch ein Schaltjahr sein. Dann gibt es hier so dieses Redstone. Wenn Schaltjahr ist, ist es an. Wenn ein gemein Jahr, also normales Jahr ist, ist es aus. Dann geht hier das Redstone. Entweder das oder das geht dann an. Allerdings nur, wenn Februar ist. Also wenn hier die Februarleitung angeht. Das ist diese hier. Und dieses hier bestimmt ja, nach wie vielen Tagen das umgeschaltet werden soll. Also hier sieht man nur, die obere Leitung ist an, das ist jetzt hier vom Dezember, vom Oktober, vom August, vom Juli, von Mai, von März und von Januar angeschlossen. Das heißt, das sind alle Monate mit 31 Tagen. Sind dann ja im Moment an. Was? Ich hatte eine kleine Unterbrechung, aber jetzt kann ich weiter machen. Ich bin jetzt über 31 Tage im Monaten. Aus welchen Gründen sind ja auch 2 an? Das kommt ja normalerweise nicht vor. Jetzt sind da wahrscheinlich ein bisschen rumexperimentiert. Aber 2 sind normalerweise nicht an. Aber jetzt ist hier September an. Ich hätte nämlich da ein bisschen experimentiert und dann plötzlich 2 waren da an. Anstatt nur einer. Das kommt aber im normalen Leben, wenn man die Uhr bedient, nicht vor. Jetzt sieht man hier, September ist 30 Tage. Das sind jetzt hier mit November, September, Juni und April angeschlossen. Und es geht hier hin. Also dann gibt es dann noch die Februar-Schaltung, die geht ganz unten lang. Hier ist rechts, wenn kein Schaltjahr fehlt, Februar geht das an, wenn Schaltjahr Februar geht das an, das geht bei 30 Tagigen Monaten, das geht bei 31 Tagigen Monaten. Also hier ist 28, 29, 30 und 31, hier wäre die 32. Dann sieht man hier, wenn da, das hier ist ja die 31, wenn dann jetzt 30. April hätte, oder 30. September, würde auf einen Tag addieren, würde hier die Fackel angehen und würde den Monat einen weiterschalten. Dann hätte man den 1. Oktober. Und der Tag wird dafür resettet und wenn das resettet wird, wird automatisch auch der Monat um einen weitergesetzt. Also der Monat Dezember ist und es wird auf Januar. Dann wird er sich erstmal hier. Also hier Dezember wird er sich auf Januar umstellen. Und außerdem wird dann um ein Jahr weitergeschaltet. Dann werde ich gleich mal eine Szene zeigen, was passiert, wenn man 9999 Jahre hat.
Ich glaube 9.999, dann Silvester 31 und 23.59. Werde ich euch hier jetzt zeigen. So, jetzt sieht man, die Uhr steht auf 9.999, 12, 31, 23, 59, 59 Sekunden. Das ist die höchste Zeit, die die Uhr erreichen kann. Dann kann man hier auf plus eine Sekunde drücken. Dann müsste er sich auf 0000, das ist dann zack 0 Uhr, und dann das Datum auf 1. Januar umstellen. 0000, zack, 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 zack. Und jetzt hat er es. 1. Januar 0, das dauert ein bisschen, etwa 10 Sekunden hat das bei der Uhr gedauert. Wenn man hier laufen darf. Dann hoffen wir, dass das Video euch gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, teilt das Video und abonniert mich für weitere Videos.